Brüder und Schwestern, 40 Tage der Fastenzeit sind vorbei und es mag einem manchmal erscheinen als eine ziemlich lange Zeit. Ist es auch, 40 Tage sind nicht wenig. Aber hast du dir schon mal eine Frage gestellt, warum wir diese Fastenzeit überhaupt begehen? Was feiern wir dann? Worauf bereiten wir uns vor? Weil wenn man auf so ein ziemlich normales Leben eines Durchschnittsbürgers schaut, ist es halt so, du arbeitest das ganze Jahr lang um eine Woche, zwei Wochen, wenn du gut verdienst, drei Wochen Urlaub zu fahren. Das ganze Jahr, 11 Monate, um in einem Monat sich was zu gönnen. Und die Fastenzeit dauert 40 Tage, ist eine lange Zeit und die bereitet uns auf Ostern. Und Ostern ist nicht nur heute, sondern wir feiern es 50 Tage lang, also länger als die Fastenzeit. Das deutet schon etwas an, was wir Christen eigentlich feiern, wozu wir Menschen, also alle Menschen, berufen sind. Nicht diese 11 Monate des Mühens und Arbeitens, sondern die eine Woche Urlaub. Nicht die 40 Tage der Fastenzeit, sondern die 50 der Osterzeit. Um es noch einmal deutlich zu machen. Heute sehen wir die Jünger, die zum Grab Jesu kommen. Das Grab ist leer, da ist nichts mehr. Und für mich ist es bestürzend zu lesen, dass einer der Jünger hineinschaute und er glaubte. Ja, was glaubten die Jünger nicht an Jesus, an seine Auferstehung? Schaut mal, 3 Jahre lang, so berichtet die Bibel, hat Jesus seine Jünger auf diese 3 Tage vorbereitet. Keine von denen hat's kapiert. Weil sie es aus eigener Kraft getan haben. Sie haben zwar den Ruf Jesu gehört, aber sich dazu entschlossen, etwas zu tun, ihm zuzuhören, so gut sie konnten, besonders gut war es nicht, weil sie eigentlich nichts verstanden haben, und das zu tun, was notwendig war, für Jesus zu sorgen, für ihn einzukaufen, Ordnerdienst zu machen, wenn viele Menschen da sind, ihm vielleicht eine Herberge zu suchen, damit er schlafen kann und so weiter. Das alles haben die Jünger 3 Jahre lang schön gemacht. Man soll es nicht kleinreden, das ist eine wichtige Sache. Ohne das wäre es für Jesus schwierig. Aber es hat den Jüngern letzten Endes nicht besonders viel gebracht. Weil es reichte, damit sie glauben, in dieses leere Grab zu schauen. Nicht einmal Jesus müssen sie begegnen, sondern sie sehen das leere Grab und jetzt geht das Licht auf. Für mich ist es tröstlich, weil ich habe Jesus noch nie gesehen und trotzdem kann ich glauben. Wie die ersten Jünger, die haben ihn auch nicht gesehen am Tag der Auferstehung, erst später. Einige, nicht alle. Und trotzdem glaubten sie. Glaube ist nicht so kompliziert, wie wir manchmal denken. Glaube ist überzeugt sein von dem, was die Schrift sagt, feststehen in dem, was die Kirche verkündet und das zu tun, was sie zu tun lehrt. Vielmehr ist es nicht. Manchmal machen wir aus unserem Glauben so ein großes Gebäude und es braucht ein richtiges Fundament und ein Stockwerk für das, auch für das, ein für das und ein für das und so weiter. Und es wird nie fertig. Weil ich seinen kleinen Glauben habe, weil mein Fundament da irgendwo bröckelt und so weiter und so fort. Und es reicht eine Sache, in das Grab hineinzuschauen, also für die Jünger. Aber warum reicht dieser Blick ins Grab für die Jünger, damit sie glauben?
Das ist eine gute Frage, weil sie sehen da nichts, also irgendwelche schmutzigen Binden und was weiß ich, was da noch alles herumlag. Jesus war da nicht. Man muss sich das auch ein bisschen vorstellen. Mir gefällt, wie die Szene dann weitergeht. Das Evangelium hören wir dann in den folgenden Tagen in der Kirche. Ihr könnt es auch nachlesen. Johannes 20. Kapitel. Ist wunderschön zu lesen. Für die Osterzeit einfach genial. Aber was wir heute weiterlesen können, ist, dass dieser Dialog des Engels mit den Frauen. Und der Engel sitzt vor dem Grab. So stelle ich mir das vor, mit dem Rücken zum Grab. Das ist eine sehr menschliche Sache, wenn eine Gefahr ist, wo will man sie im Blick behalten? Also wenn man halbwegs gelernt hat, wie man mit Leuten redet und so weiter, weiß man, es ist besser, wenn ich die Tür sehe, und der andere mit dem Rücken zur Tür sitzt. Da ist er ein bisschen unsicher. Da kann man ihn um den kleinen Finger wickeln, einfacher. Gefahr sollte man im Blick behalten. Das ist evolutionsbedingt, es ist einfach so. Wir fühlen uns wohler, wenn wir die Gefahr sehen. Das ist so wie auf einem Rollercoaster. Ich mag das nicht so, weil bei mir spielt der Magen verrückt. Aber eines habe ich kapiert, wenn ich sehe, wohin der Wagen fährt, geht's. Wenn ich auch meine Augen schließen würde, ist vorbei. Aber der Engel tut das nicht. Er sitzt mit dem Rücken zum Grab, zum Tod, ohne Angst. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn uns der Glaube geschenkt wird, dann lebst du ohne Angst. Angst tötet das Leben. Angst hat Jesus getötet. Angst um Ansehen, vor allem Angst um Ansehen. Viel mehr war das nicht. Angst tötet auch andere Menschen. Und da, wo Freiheit ist, wo Mut ist, wo die Gaben des Heiligen Geistes sich ausbreiten in uns, wo wir das zulassen, da geschieht das, was wir heute feiern. Man kann dem Tod den Rücken zudrehen und der kann dir nichts anhaben. Weil wir wissen, dass unser Leben hier ein Teil unseres ganzen Lebens ist. Der Tod ist nicht das Ende. Das ist das, was wir an diesem Sonntag hören. Der Tod ist nicht das Ende. Die Angst hat nicht das letzte Wort. Und ich lade euch auch dazu ein, in unser gestaltetes Grab hineinzuschauen. Das ist ein bisschen wüst und vielleicht unverständlich. Wir haben durch die 3 Tage lang das mit unseren Jugendlichen, die bei uns die Tage verbringen, extra gestaltet, um etwas deutlich zu machen. Am Karfreitag war es sehr drastisch. Da haben wir einen umwickelten Leichnam reingetragen, der mit Blut beschmiert war. Nicht schön anzuschauen und manche hat es echt weggefegt, würde ich sagen, weil es echt anstrengend ist, solche Dinge anzuschauen. Diese eingestürzte Mauer, die wir da haben, soll ein Haus symbolisieren, das eingestürzt ist. Mit diesem Zeichen, das in der radikalen islamischen Welt für Christen steht, für die Nazarener. Soll uns auch daran erinnern, dass Christ zu sein ja kein Pappenstiel ist. Das ist schon eine ernste Angelegenheit. Für manche bitter ernst. Und Jesus begibt sich auch in diese Dunkelheit. Für mich ist es immer beeindruckend, auch Berichte von Menschen zu hören, die sagen, die wurden gefoltert, ihre Familie wurde umgebracht,
und trotzdem glauben sie an Jesus. Und trotzdem können sie sich die Freude im Leben bewahren, mit all den Wunden, die sie haben. Und dafür steht auch dieses leere Grab, wo nur ein Teil von diesem Grab geordnet ist. Das ist der Tisch des letzten Abendmahles mit dem gebrochenen Brot, aus dem neues Leben hervorsprießt. Es ist unscheinbar, wenn man es nicht weiß, merkt man manchmal nicht, dass da eine Blume ist. Und das ist die einzige, die drinnen ist. Gott kann man leicht übersehen, weil alles drumherum, diese zerdepperten Ziegeln und Geschirr, lenken unseren Blick ab von dem Wesentlichen, von der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und ich möchte dich bestärken, da wo du in deinem Leben Angst hast, wovor auch immer, da findest du auch Gott. Und lauf nicht weg. Das haben die Jünger immer wieder gemacht. Also, wie es ans Eingemachte ging. Alle haben ihn verlassen. Und trotzdem, es reicht ein Blick und sie glauben. All diese Studieren der Schriften, diese Zeit mit Jesus war nicht genug. Aber dieser eine Blick ohne Angst ins leere Grab, da wo die größte Enttäuschung eigentlich auf sie warten müsste, schenkt ihnen den Glauben. Ich sehe zwar wahrscheinlich nicht so aus, aber ich freue mich wirklich über Ostern. Das ist das Fest, an dem Christus aufs Neue uns zeigt, dass die Dunkelheit keine Macht über uns hat. Keine. Dass der Tod bedeutungslos ist. In Anbetracht dessen, was Gott uns schenkt. Nicht, dass er wurscht ist. Aber er ist bedeutungslos. Weil das ist dieser Vergleich. Die paar Jahrzehnte hier auf Erde, die wir verbringen. Die Ewigkeit mit Gott. Was ist wichtiger? Das Leben soll schön sein, diese paar Jahrzehnte hier. Und uns auch darauf vorbereiten, was Gott uns schenken möchte. Aber das Wahre spielt sich dort ab. Also schau mutig in die Zukunft. Sei nicht ängstlich. Ich weiß, die Welt ist manchmal anstrengend und wir wissen nicht, wie das Klima sich entwickelt, was aus Europa sein wird und was weiß ich noch, was da für Ängste herrschen. Alles berechtigt. Man soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wir gehören zu Christus, der uns Hoffnung schenkt, Liebe und Glauben. Halte dich daran fest und hab keine Angst, in die Leere des Grabes zu schauen, weil dort findest du Christus. Und diese Sachen, die uns am meisten Angst machen, das sind Herausforderungen. Und das ist etwas, was man von jungen Leuten gut lernen kann. Gibt es normalerweise nicht so viele Probleme, aber eher Herausforderungen. Wenn man etwas nicht machen kann, versucht man es, wenn man klein ist. Weil es ist egal, was die Erwachsenen sagen. Ich will es versuchen. Und so soll auch unser Leben aussehen. Wir sollen Kinder Gottes sein. Also im wahrsten Sinne dieses Wortes. Kinder Gottes. Nicht erwachsene Kinder Gottes, sondern Kinder Gottes. Im Vertrauen, in Hoffnung, den Weg mit ihm gehen. Und das bewirkt auch den Glauben. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Christus entdeckt.
vielleicht in einer wirklich persönlichen Begegnung mit ihm, vielleicht in der Leere des Grabes, aber dass ihr ihm an diesem Tag begegnet. Weil, wie schlecht das Wetter auch sein mag, über den Wolken scheint immer die Sonne. Und das ist auch ein Zeichen dafür, wie unser Leben ausschauen soll. Manchmal ist es trüb, regnerisch oder sonnig. Aber die einzige Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit, die unser Leben erleuchtet, soll Christus sein. Und wenn du deinen Blick auf ihn richtest, dich von ihm erleuchten und leiten lässt, wirst du ein Leben ohne Angst führen. Und das ist viel wert. Das ist wirklich viel wert. Seid nicht ängstlich, seid mutig.